Nun gut, wir haben einen neuen Geschützmeister, der taub und stumm ist. Wow. Nun, er scheint auf jeden Fall ein gestandener Zwerg zu sein. Und es braucht schon einiges, um mit uns auf diese Mission gehen zu wollen. Kann er schwimmen? Wie wir das sehen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, dass er schwimmen kann oder dass wir es sehen müssen. Hoffentlich müssen wir es nicht herausfinden. Ich stimme zu. Und wenn, wird es sein Problem sein. Tja, dann machen wir uns auf den Weg nach Valusa. Rafim könnte... verzeiht. Das wäre wohl die andere Richtung. Multitown! Ja, was wolltet ihr sagen? Habt ihr das gerade verstanden? Nein. Ja, dass die Tower eingeholt werden sollen, glaube ich. Ah, gut, dann geht das wohl los. Was ich gerade sagen wollte, könntest du diesen Schädel eventuell an dich nehmen, Rafim? Er mag mich nicht und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich denke nicht, dass er hier stehen muss. Ja, dann gib ihn lieber mir. Ich bin der Einzige, der ihn bei Zeiten herbeirufen kann. Ja, das ist mir auch recht. Ja, ich und die Novadis sind jetzt auch nicht die allerbesten Freunde, es sei denn, ihr wollt, dass ich euch zeige, wie man die am besten umbringt. Ich bin in Versuchung, aber naja. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Novadis habt. Ich weiß nicht, du weißt nicht viel über Novadis, oder? Du hast ihnen immer nur Briefe geschrieben, kann das sein? Ja, ich kenne sie aus den Prinzessin Scheherazad-Erzählungen. Und von der Schlacht der drei Kaiser, da waren sie sehr hilfreich. Und ich weiß, dass sie Echsen hassen. Das sind alles drei sehr gute Eigenschaften. Und die sind außerdem Wüstenräuber, überfallen Karawanen und terrorisieren anliegende Kaiserreiche. Die sind frauenfeindlich und sie erkennen die Macht der Zwölf nicht an. Stattdessen dienen sie irgendeinem Götzen, den sie als den einzigen Gott sehen. Was aus meiner Sicht recht verdächtig klingt. Angrosch? Es ist nicht so, als würdet ihr nicht die Macht von anderen anerkennen, oder, Boltax? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich das auch? Sie haben sehr viele... Segelsätzen! Ich fasse es kurz zusammen, Boltax. Sie sind ein schreckliches Volk, das zurück in die Wüste getrieben gehört. Wo wir nur alle hoffen können, dass sie elendig verdursten. Ich würde sagen, warten wir es doch einmal ab und den nächsten Novadi, den wir treffen, mit dem reden wir einfach mal ganz in Ruhe. Vielleicht habt ihr einfach nur Vorurteile. Ja, Boltax, ich schlage vor, du stellst ihn einfach mal deiner Verlobten vor und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis du ihm eine setzt. In der Regel nämlich nicht so lange. Naja. Sie bezeichnen meine Göttin als Pferdedämonen. Aber ja, gewiss sind sie nicht alle gleich. Also, ich spreche kein Tulamidia, deshalb wird es schwierig, ihn zu verstehen. Aber ich fand sie immer sehr sympathisch. Ich denke, ihre Sprache nicht zu sprechen hilft dabei, sie sympathisch zu finden. Aber nun ja... Vermutlich ist das ein Fall von, wir können uns unsere Verbündeten nicht aussuchen. Ich hatte nur immer etwas Sorge, dass sie entzündete Rachen haben, weil ihre Sprache so kehlig ist. Ich denke, das kommt vom vielen Sand. Das ist etwas Positives. Ich denke, es liegt eher in dem Ur-Tulamidia. Da ihr gerade dabei wart... Wir sollten uns diese Aufzeichnungen noch einmal ansehen, die uns Ronga und Priodur gebracht haben. Jetzt, wo wir unterwegs sind. Dieser Preisschaffe. Ja, was ein hervorragender Vorschlag. Ich dachte schon, wir würden das nicht mehr lesen. Ich hatte mich auch gewundert, dass er die Sprache kann, Abelmir. Aber nun ja, man erlebt immer mal wieder Überraschungen. Ja, Prioten. Ich habe die Übersetzung hier.
die er uns gegeben hat. Blind irrte er umher, das Warmblut Darun Paligarn. Fragezeichen Darion Paligarn, ihr vermutlich. Krptr, Fragezeichen. Führte ihn zu mir und mich zu ihm. Er wurde mein Schüler und in ihm werde ich fortleben. Er wird das schlafende Meer beherrschen, das zeigte mir Krptr. Schließlich wird er in den Tempel der Grundmutter zurückkehren, aus dem man mich vertrieben hat. Und mein Werk vollenden. Er ist der Tentakel Kryptrs und wird unsere Feinde erwürgen. Ich bin sein Lehrer. Ein interessanter Text. Ob damit wohl die liebe Tochter gemeint ist? Vermutlich. Nun, Tentakel und der Klang ist ähnlich? Es klingt nicht unwahrscheinlich. Der Tempel der Grundmutter. Ob es wohl einen Tempel in den Sümpfen gibt, nähe Talusas? Dort wurde schließlich Paligarn und ja, gefunden, oder? Ja. Nannte Serpentilio nicht auch diesen Krütendämon ähnlich? Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Und dieser Lehrer war offensichtlich kein Mensch. Denn er spricht von Warmblütern. Nun, das könnte eine Echse sein oder ein amphibisches Lebewesen. Ich würde hier auf Echse tippen. Aus dem Bauch heraus. Es könnte auch ein Mar oder ein Zelit oder ein Krakonia sein. Oder noch Schlimmeres. Das schlafende Meer. Das muss dann wohl das Perlenmeer sein. Oder? Ich weiß nicht, es könnte das die Gesamtheit aller Meere sein oder eine Umschreibung. Oder ein Zustand. Das noch ruht und noch nicht erweckt wurde. Vielleicht auch der Zustand dessen, was herbeigesehnt wird. Das schlafende Meer klingt mir zu friedfertig für das, was es ist. Aber wer weiß? Vielleicht ist es eine Umschreibung. Dieser Vater aller Seeungetümer, der schlief doch ebenfalls, oder? Wie nannte ihn damals? Bahamut. Könnte er gemeint sein? Undenkbar. Außerdem ist Schlaf doch ähnlich wie Tod mit einer Stagnation verbunden. Und nun, wenn sich das Meer über die Küsten hinaus ins Land ausbreitet und alles unter sich versenkt, dann schlafen doch sehr viele bei den Fischen, gewissermaßen. Schlafen impliziert immer auch Erwachen. Und er ist erwacht. Ja, dann ist das wohl nicht mehr das schlafende Meer. Wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Sollten wir diesen Lehrer suchen? Er könnte uns vielleicht verraten, wie wir ihn besiegen können, wahrscheinlich nicht, aber wir müssen ihn nur dazu überreden, die Darions Paligans Geheimnis mit uns zu teilen, auf die eine oder andere Weise. Er sagt, er werde in ihm fortleben. Das klingt nicht unbedingt so, als wären sie im Streit auseinandergegangen. Andererseits, aber, Sulamin, du spürst einen ekelhaften Schmerz in deinem Kopf. Ja, Mittel und Wege. Etwas ist falsch. Die Augen von Sulamin klappen nach oben, nur noch das Weiß ihrer Pupillen zu sehen. Ihr könnt mit meiner Hilfe wieder zurück in den Sumpf. Ihr müsst Us-Assur finden. Es ist der Tempel, in dem Darion Paligarn ausgebildet worden ist.
Ich war nur kurz da. Ich musste abbrechen. Seine Macht war zu groß. Aber was? Ihr könnt es schaffen. Was werden wir dort finden? Mehr Informationen zu der Grundmutter. Nun gut. Zu den Tentakeln dann von Krypter. Sollten wir tatsächlich dorthin? Sein Atem ist faulig. Ihr müsst gegen den Geist bestehen. Nun, wenn es ein Geist ist, werden wir schon damit zurechtkommen. Könnt ihr mit den Toten reden? Ich konnte es nicht. Nun, ich schon. Es ist gut, dass ich bei euch bin. Gerade mit diesem, mit dieser Capitana, durch die ich reden kann. Nun, ja, eure Anwesenheit erfüllt es mit nichts als Glück. Aber wenn dort viele Tote sind, mit denen wir reden müssen, dann solltet ihr vielleicht Sulamin besetzen, dass niemand anders sich in sie hineinschleicht. Er ist anders. Ich bin Kapitän, Kapitän Pascha der Meere. Ich kenne mich nicht mit Geistern aus. Er ist anders. Böse. Ich werde euch in der Nacht führen. Dann lasse ich das Mädchen in Ruhe. Nachts komme ich zu euch. Ihr müsst von Talusa aus in die Sümpfe. Den Pfaden folgen und sie verlassen. Nun, das ist kein Problem. Wir haben gelernt, wie man in den Sümpfen überlebt. In welcher Himmelsrichtung liegt der Tempel von Talusa aus gesehen? Im Massiv. Südlich von Chabari. Nun gut. Jetzt gibt Sulamin wieder frei. Die Augen klappen wieder auf und Sulamin sinkt ein bisschen nach vorne. Nicht schon wieder. Hat er euch wenigstens etwas gesagt? Ja. Er sagte uns, wo wir diesen Tempel der Grundmutter finden. Im Talusa-Massiv, nahe dieser Stadt. Schön, wenigstens etwas. Wir sollten vielleicht den Bestientöter hinzuziehen. Er kennt sich doch dort aus und ist so ein Naturbursche, oder? Ja, deswegen haben wir ihn hier mitgenommen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir ruhen uns jetzt auf der Überfahrt nach Talusa aus. Warte, ich habe noch einen Text gefunden. Ich habe ihn übersetzt aus dem Buch. Aus welchem Buch? Aus einem Buch. Ihr habt noch einen Text gefunden. Den Göttern sei es gedankt. Ich dachte schon, wir wären fertig mit Texten. Es könnte speziell für Boltax vielleicht interessant sein. Ihr hattet ja schon eine Begegnung mit der Herrin der Feuer von Chasnabar. Das war diejenige mit der Waage, nicht wahr? Exakt diese. Wenn es dich langweilt, Rafim, kannst du auch schon gehen. Ich mecke eigentlich lieber, als dass es mich langweilt. Ihr könnt mal etwas lernen. Ja, bitte führt doch aus. Nichts würde mich glücklicher machen an diesem Tag, als eure Stimme zu hören. Ja, du schmeißt mir mal. Ich bin mir nicht immer sicher, ob du es so meinst. Gut, wartet kurz, ich kram meinen Rucksack mal durch. Ah, hier. Lauscht ihr auch alle? Gut. Die Mare waren beispiellose Beschwörer und der größte und mächtigste unter ihnen war Mordal, ein Dämonenmeister der Maritimen. Doch lasse dir ihren Untergang eine Lehre sein, denn nichts anderes als ein Beschwörungsfehler brachte Lamaria vor den Richterstuhl der Heskatet und ließ den Kontinent im Meer versinken. Morudal jedoch wurde von der erträgenden Waage der Ehrenzeit verflucht und irrte zeitlos durch die Jahrhunderte.
Interessant ist. Nun, wir werden also, auf dem Rudal treffen. Sehr interessant. Jetzt tun wir kurz so, als hätte jemand nicht so wirklich verstanden, worum es geht, Abelmir. Gäb's da auch eine Zusammenfassung deinerseits? Nun ja, Moruda war anscheinend ein Eingeborener dieses versunkenen Kontinents, Lamaria. Das ist der Zauberkönig Mordor, den man den Kindern in Al-Anfa erzählt. Und wir haben einen Artikel im Aventurischen Boten über ihn gelesen, dass er scheinbar wieder aufgetaucht ist. Wir sind ihm schon begegnet. Ihr erinnert euch an diese Dämonenarche unter Wasser? Oh ja, er hat das Wasser fest werden lassen, sodass wir uns ihm nicht nähern konnten. Ja. Er hat mich fast getötet. Aber, nun gut. Ja. Moda spielt anscheinend eine wichtige Rolle im Untergang dieses Kontinents. Ja, und ihr vermutet, dass er ein Paktierer ist, oder was sind eure Vermutungen? Nicht ganz. Er war verflucht von ihr. Er war offensichtlich ein Dämonenbeschwörer und hat einen fatalen Fehler gemacht, was den ganzen Kontinent untergehen ließ. Denkt ihr, er hat versucht, Heskatet zu beschwören? Oder wie erklärt es sich sonst, dass er vor ihr im Richterstuhl gelandet ist? Nun, eher im Gegenteil. Denke eher, er hat etwas getan, was Heskatet sehr verärgert hat. Vielleicht hat er versucht, den Fluss der Zeit zu verändern. Das ergibt Sinn. So oder so. Er scheint mit ihr verknüpft zu sein. Und scheinbar bin ich das auch mit der Sanduhr und meinen Visionen von der Frau mit der Waage und dem Mädchen mit der Sanduhr. Vielleicht sah Mordor oder Moruda den Untergang dieses Kontinents voraus und wollte es abändern in der Zeit und wurde dafür bestraft. Ist nur eine Theorie. Und löste ihn genau dadurch aus. Ich glaube, die Zeit ist nichts, womit man leichtfertig sein Schindluder treiben sollte. Andererseits wird wohl nur Heskatet selbst wissen, was es genau gewesen ist. Aber vielleicht kennt sie genau deshalb auch die Schwachstelle eben jenes Murudal. Vielleicht müssen wir ihn nur Heskatet ausliefern, um seine Bestimmung zu vollenden. Wir werden wohl wirklich nicht darum herumkommen, uns mit Heskatet auseinanderzusetzen. Ihr solltet diesen Namen nicht so allzu oft sagen. Schließlich ist es eine Erzdämonin. Abelmir, sie hat bereits ihren Blick auf mich geworfen. Nun ja, manche Schriften sprechen davon. Man sollte Dämonen nie bei ihrem Wahrnehmen, egal was euch Serpentilia erzählt. Es lenkt ihre Aufmerksamkeit auf euch. Und das wollt ihr sicherlich nicht. Nun, ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr Aufmerksamkeit von ihr erregen kann. Ich habe sprichwörtlich eine Vision gehabt, in der meine Zeit abläuft. Und ich unter dem grünen Mond stand. Nun, ich denke, ich habe euch nicht gewarnt. Nun, was hat der grüne Mond damit zu tun, frage ich mich. Ein Vorbote vielleicht. Oder ein Zeichen ihrer Präsenz. Ich frage mich, ob es dieselbe Wesenheit ist oder eine andere. Das ist eine gute Frage. Nun ja, ich denke, weiter kommen wir im Moment hier nicht. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass Lamaria offenbar durch einen Zeitenfrevel untergegangen ist. Und dass jener, der ihn damals verursacht hat, wieder erschienen ist. Und heute unser Gegner ist. Ja, die Frage ist natürlich, was ist genau sein Fluch? Nun, hier steht, dass er zeitlos durch die Jahrhunderte wandelt. Vielleicht, nun,
Es wirkt, als werde er zur Unsterblichkeit verflucht, aber das kann wohl nicht alles sein. Dort, wo ich war, im Ort meiner Vision, dort fühlte ich mich auch, als wäre gestern und heute und morgen eins, als gäbe es eine lineare Zeit, als würde man sich vielmehr in einer viskosen Masse befinden, die nirgendwo hinläuft. Und vielleicht ist es bei ihm tatsächlich so, dass er in dieser Art Gefängnis steckt, dass sein eigentliches Ich anders ist. Interessanterweise habe ich in einem Band auch einen ähnlichen Text gefunden, der allerdings völlig anders lautet, also zumindest in Teilen davon. Ich probiere mich zu erinnern, wie war es gleich nochmal? Ah ja, zweifellos waren die Mare Beschwörer, haben sie Wesen in die Welt gerufen, die ihren Untergang bedeuteten? Hat der mysteriöse Wanderer zwischen den Sphären den Kontinent im Licht des grünen Mondes erschüttert? Hat die rätselhafte Schicksalsmacht Heskatet am Feuer von Shaznabar ihren Rechtsspruch über die Maria von Lamaria gesprochen? Oder ging der Kontinent an einem elementaren oder dämonischen Magnus Opus zugrunde? Wie gesagt, ähnliche Texte, aber sie ähneln sich sehr stark, finde ich. Nun, in dieser Quelle ist die Herrin der Feuer von Shaznabar klar vom Wanderer geschieden. Demnach sind es zwei Entitäten. Ja. Man kennt nicht viel über diesen mysteriösen Wanderer. Wer ist das denn? Jene Entität, die mit dem grünen Mond assoziiert ist. Ah. Noch nie gehört. Naja, Abelmir, ich bin ganz ehrlich, das Beeindruckendste dabei war, dass du dir das alles so merken konntest. Ja, ich interessiere mich halt für solche Sachen. So wie du dich für meinetwegen eine Klinge interessierst, interessiere ich mich für Schriften, alte Sprachen. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, aber man mag an euren Fähigkeiten, was das angeht, nicht zweifeln. Es könnte wichtig sein. Es klingt auf jeden Fall wichtig. Wir müssen nur noch den Zusammenhang herstellen zwischen dem Wanderer, der Herren von Shaznabar und Lamaria. Aber wird dieser Tempel, wo der El-Hakir uns hinschickt, nicht vielleicht uns auch da Hinweise geben? Ja, das ist gut möglich. Möglich. Aber bestimmt nicht freiwillig. Naja, dafür gibt's ja mich. Nun, wir werden sehen, ob es ein stoffliches Wesen ist oder ein Geist. Naja, dafür gibt's ja Boltax. Das ist richtig. Also, das kriege ich hin. Geister rufen und Geister wegschicken. Und können wir sie auch beherrschen? Natürlich. Also wenn sie nicht zu stark sind. Ich bin kein Problem-Geode. Die sind Experten, was Geister angeht. Aber die sind komisch. Ihr solltet euch von denen fernhalten. Was ist denn ein Problem? Ach, nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Eure Verwandten? Naja, aber wollen wir die Expedition dann genauer planen, wenn wir ankommen, oder? Nein, das sind natürlich nicht meine Verwandten. Abelmir, ihr seid doch auch nicht mit den Novadi verwandt, oder? Nein. Seht ihr? Aber es sind Zwerge, oder? Gewissermaßen. Ah, sowas wie Gräume? Abelmir, wir reden nicht darüber, okay? Gut. Wollen wir uns dann noch mit Ronga besprechen, bevor wir unsere Expedition planen? Naja, ich würde es vor Ort machen, oder was hältst du für sinnvoll? Ja. Vielleicht hat er noch Vorschläge, was wir aus Konchu mitnehmen könnten. Naja, wir sind bereits in See gestochen, also. Ah,
Stimmt, da war was. Außer ihr wollt noch versuchen, ob ihr das Schiff im Schwimmen schlagen könnt. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Nein, ich würde mir die magischen Methoden versuchen, an Land zu gelangen. Ja, wie langweilig. Aber ich würde sagen, wir besprechen das in Talusa oder nicht. Dann sind wir direkt vor Ort. Dann können wir uns den Boden da mal vor Ort angucken und wie der Dschungel aussieht. Sumpf. Alles der gleiche Schrotthabel mir. Nun ja, ein Dschungel ist ein Dschungel, ein Sumpf ist ein Sumpf.